Und haben Sie zufällig Ihr Autonomiediagramm in der Nähe? Ja. Können Sie es mal so in die Kamera halten, dass ich das sehen kann? Können Sie sehen? Ja, ich kann es sehen. Also das ist ein rundes, aber kleines Diagramm, ungefähr auf halber Höhe. Das Ja. heißt, die Autonomiewerte könnten doppelt so hoch entwickelt sein und die Symbiosewerte könnten wesentlich niedriger sein. Da gibt es viel zu tun. Und jetzt schauen wir mal, formulieren Sie mal Ihr Anliegen. Ja, mein Anliegen ist wie folgt. Ich bin eigentlich immer pleite, obwohl Geld reinkommt. Ich habe zwei Autoimmunerkrankungen, Hautprobleme. Und ich habe jetzt schon viel von Ihnen gesehen und ich denke, es geht auch viel über Abgrenzung. Und ja, Gibt es also in ich Ihrer würde Kindheit? gerne meine Autoimmunerkrankung in den Griff kriegen und einfach meine Existenz leben, ja. Ja, das ist gut gesagt. Jetzt, gibt es in Ihrer Kindheit irgendwie ein einschneidendes Ereignis, was möglicherweise Verursacher sein könnte für diese Probleme? Ich habe schon so viel recherchiert, ich weiß es nicht. Es gibt verschiedene Ereignisse. Also, Okay, ich durfte dann. in meine Trotzphase nicht leben, das weiß ich ganz bestimmt, weil in der ersten trotzigen Phase hat mein Vater mich so geschlagen, dass meine Mutter dazwischen gehen musste. Dann haben Sie ein massives Gewalttrauma mit Ihrem Vater. Aber da kann ich mich nicht dran erinnern. Nee, aber das können wir ja aufstellen. Und Das können wir aufstellen. ja. Ja, dazu brauchen wir das, nennen wir dieses frühe Gewalttrauma mit Ihrem Vater. Dann brauchen wir einen roten Würfel. Einen roten Würfel. Und dann brauchen wir für Barbara Rot, Gelb und Grün. Ein Würfel oder ein Nein, die Klötzchen, die Klötzchen. Rot, Gelb und Grün, ja. Rot ist die Barbara von heute, die diese Probleme hat. Gelb ist ihr wahres Selbst, das bräuchte diese Probleme gar nicht. Das ist eine Barbara, die ihre Würde und ihren Wert in sich selber hat, einfach dadurch, dass sie da ist. So wie eine Rose ihre Würde hat, einfach dadurch, dass sie eine Rose ist. Und Grün ist die vitale, lebendige, kindliche Barbara, die ihre Gefühle, Wünsche, auch ihre Wut gerne äußern möchte, die aber auch geschützt werden möchte, weil sie verletzbar ist. Und diese drei Elemente von Barbara können Sie mal in Bezug setzen zu diesem frühen Gewalttrauma mit dem Vater. Das ist rot. Soll ich das grün nehmen? Nein, nein, das ist rot. Das Trauma zeichnen wir durch einen roten Würfel. Und die kindlich vitale Barbara, das ist das grüne Klötzchen. Ja. Und das gelbe ist ihr wahres Selbst. Und Sie können mal die Elemente jetzt sozusagen zuordnen, wie ihr nach Ihrem Gefühl die miteinander so nah oder fern zueinander sind. Dann legen Sie meinen Finger auf die rote Barbara von heute. Wie geht es der roten Barbara von heute in dieser Konstellation? Also ich spüre sofort meine Angst. Also ich Ja. bin ängstlich Ja. und Ja. zittere ein bisschen. Ja. Also was wir sehen, diese Klötzchenaufstellung, die spiegelt wieder, wie Sie das damalige Trauma gespeichert haben. Da ist ein Programm entstanden aus dieser Speicherung und das bestimmt heute ihr Selbstbild, ihr Erleben und ihr Verhalten. Und ohne dass Ihnen das bisher bewusst waren, diese Zusammenhänge, jetzt sehen Sie, wie die Zusammenhänge sind. Und wenn Sie das jetzt erkennen, dann können Sie das ändern, dieses Bild. Sie können zum Beispiel einfach die Position von dem Trauma, das steht ja im Augenblick in Ihrer Mitte, mit in Ihrem Raum, das können Sie austauschen mit dem wahren Selbst. Das wahre Selbst ist sozusagen ausgeklammert, das ist so nach außen gelagert. Wir können einfach die beiden Positionen austauschen.
Und dann fühlen Sie zusätzlich noch eine Grenze ein, die zeigt, dass dieses Trauma von damals her lange zurückliegt. Und jetzt legen Sie noch mal einen Finger auf die rote Baba von heute. Spüren Sie jetzt einen Unterschied, wenn es da eine Grenze gibt? Tatsächlich, das ist unglaublich. Also ich werde ruhiger innerlich. Ja, Also also ich zitter nicht mehr so. die Grenze ist das Geheimnis. Sie haben dieses Trauma von damals immer noch als Introjekt, so wie es als heute noch wirksam. Und deswegen bestimmt es heute noch Ihr Selbstbild und Ihr Verhalten. Und eigentlich ist es ja lange vorbei und Sie haben es überlebt und es müsste gar keine Rolle mehr spielen. Jetzt, ja. Jetzt versuchen wir, dieses Trauma-Programm von damals zu rekonstruieren. Stellen Sie mal neben diesen roten Würfel ein blaues Klötzchen für den Vater. Ein blaues Klötzchen. Okay. Ein Vater, der seine Tochter so Gewalt ausübt an seiner Tochter, der ist möglicherweise selber traumatisiert. Wissen Sie was? Ja, der war im Krieg und in Gefangenschaft und der hat wohl auch von seinem Vater, sein Vater war auch gewaltsam. Also der hat gleich zwei Traumata, nämlich ein Kriegstraumata und ein Trauma mit seinem eigenen Vater. Der bekommt zwei blaue Würfel an die Seite. Zwei blaue. Zwei blaue Würfel. Sozusagen zwei Traumata. Und jetzt nehme ich mal die Grenze weg. Die Grenze weg. Ja. Dann legen Sie wieder einen Finger auf die rote Barbara von heute. Wie geht es der Barbara von heute? Wenn in Ihrem Raum jetzt Ihr eigenes Gewalttrauma mit diesem Vater steht, der Vater und dessen beide Gewalterfahrungen. Das sind eigene Gewalterfahrungen. Ja, also es ist ein innerliches Zittern und ich bin sehr, sehr aufgeregt. Ja, also das war die Realität Ihrer Kindheit. Was anderes haben Sie gar nicht kennengelernt. Und in dieser Realität war es unmöglich, ein gesundes Selbstwertgefühl zu entwickeln. Immerhin haben Sie überlebt, eine kreative Leistung. Aber um zu überleben, haben Sie da Strategien angewendet, die Sie unbewusst gespeichert haben, die heute noch Ihr Leben bestimmen, obwohl die Situation sich ja völlig verändert hat. Und das können wir versuchen zu rekonstruieren, dieses Programm, was Sie damals zum Überleben entwickelt haben. Dazu nehmen Sie mal die lebendige, vitale, grüne Barbara und legen das Klötzchen mal quer auf den Tisch vor dem roten Trauma, vor dem roten Würfel. Und dieser liegenden, vitalen Barbara packen Sie mal den roten Würfel drauf. Und das symbolisiert jetzt, dass Ihre Lebendigkeit und Vitalität belastet wurde durch diese eigenen Verletzungen, die Sie von durch den Vater erlebt haben. Ist es für Sie nachvollziehbar? Ja. Jetzt packen Sie zusätzlich noch die beiden blauen Würfel von Vaters Traumata obendrauf. Also ein Kind spürt natürlich indirekt die Traumata vom Vater, auch wenn der Vater, der muss gar nicht viel erzählen, aber das Kind merkt, der Vater rastet bei bestimmten Themen aus und da kann es sich schon vorstellen, dass der Vater da selber möglicherweise Verletzungen erlebt hat. Und das belastet natürlich zusätzlich ihre Vitalität und ihre Lebendigkeit. Ist es für Sie stimmig? Ja? Bitte? Ist das für Sie stimmig? Ja, auf jeden Fall. Ja. Und kann es sein, dass Sie sogar selber Ihre Lebendigkeit und Vitalität verleugnen und unterdrücken, um sich zu schützen vor diesem gewalttätigen Vater? Oder auch um diesen verletzten Vater nicht zusätzlich zu reizen, zu provozieren oder möglicherweise sogar, um für ihn wichtig zu sein. Und kennen Sie diese Tendenz zur Selbstverleugnung, um sich zu schützen oder um für andere wertvoll zu sein? Kennen Sie das heute von sich? Ja, auf jeden Fall. Auf Ich jeden Fall. leugne mich oft selber und Dann stellen Sie ja. mal die rote Barbara von heute oben auf diesen Turm drauf. Es kann sein, dass Sie heute noch in dieser Position sind, etwas erhöht. Sie spüren sich selber gar nicht. Ja. Ja, wenig, wenig. Das ist, das, Sie wollen sich gar nicht spüren. Dafür sind Sie mit Ihren ganzen Antennen in der Außenwelt, um mitzubekommen, was ist mit den anderen los, was brauchen die, wie müssen sich da verhalten, damit die anderen irgendwie, damit sie mit denen klarkommen oder damit sie wertvoll sind für die anderen. Das nennen wir so das magisch-grandiose Überleben selbst. Und das ist verbunden mit Tendenz zur Kontrolle.
Tendenz zu Perfektionismus. Und es gibt ihnen so die Illusion, wertvoll zu sein für andere. Zugleich ist es immer eine massive Überforderung. Und wenn sie das realisieren, dass sie das gar nicht einlösen können, was sie sich da vorgenommen haben, dann kann das sein, dass sie sich dafür ablehnen oder verurteilen. Kennt ihr sowas von sich? Ja, also ich habe oft das Gefühl, versagt zu haben. Ja, genau. Also jetzt hätten wir die Kombination, das wäre jetzt das Programm von damals, einmal die Tendenz zur Selbstverleugnung, zum anderen dieses brüchige Selbstwertgefühl, einerseits so eine Selbstüberhebung, Selbsterhöhung, magisch grandios, gleichzeitig aber auch eine Selbsterniedrigung, Selbstabwertung. Und wenn Sie erkennen, dass das heute noch Ihr Lebensprogramm ist, obwohl das ja lange zurückliegt, und obwohl es da eine Alternative gibt, es gibt ja auf dem Tisch steht ja Ihr wahres Selbst, nach dem Sie sich auch orientieren könnten. Ja. Aber so wie Sie verklebt sind mit den Themen von damals, haben Sie ja gar keinen Zugang zu Ihrem eigenen wahren Selbst. Aber wenn Sie das erkennen, dass es da eine Alternative gibt, dann können Sie dieses alte Programm löschen. Ja. Was halten Sie davon? Sehr viel, sehr viel. Dann holen Sie mal die rote Barbara da oben aus Ihrer luftigen Höhe und stellen Sie mal neben das wahre Selbst. Und das Ganze auf Abstand zu der ganzen Traumasituation. Genau. Und dann brauchen wir jetzt ein anderes Symbol für diese magisch-grandiose Überlebensstrategie. Schauen Sie mal, ob Sie so ein überlanges, schlankes, rotes Klötzchen haben. Das stellen Sie da oben drauf. Genau, das ist wunderbar groß, das ist richtig grandios. Das stellen Sie oben auf den Turm. Das balanciert jetzt da oben auf dem Turm. Das Ganze ist ein bisschen wackelig, aber das ist möglicherweise Ihr Lebensgefühl, das kennen Sie vielleicht. Es liegt immer noch die grüne, vitale Barbara platt unter all diesen Themen, die ja schon lange, die ja gar nicht in die Gegenwart gehören, die sie schon überlebt haben, die auch mit ihrem Wesen gar nicht vereinbar sind. Jetzt könnte diese vitale Barbara befreien, indem sie ein anderes Symbol nehmen für diese Tendenz zur Selbstverleugnung, nämlich einen grünen Würfel. Diesen grünen Würfel legen sie neben die liegende vitale Barbara. Und dann können Sie vorsichtig diesen ganzen Turm, den Sie da errichtet haben, verschieben auf diesen grünen Würfel, sodass Sie dadurch die grüne vitale Barbara befreien. Schauen Sie mal, Also ob. den Turm auf den grünen Würfel. Genau. Sollen Sie Eieiei. rüberschieben. Jetzt legen Sie mal einen Finger auf die grüne vitale. Moment mal, wo ist denn die grüne vitale Barbara? Da, quer. Die sollen Sie doch befreien. Ach so, Ja, um okay. Gottes Willen, was machen Sie denn da? Die wollen wir doch befreien. Der Turm soll auf den Würfel drauf. Dadurch entlasten Sie die liegende vitale Barbara. Aha, das war ein Missverständnis. Jetzt legen Sie mal einen Finger auf die grüne, die lassen Sie noch mal liegen, die grüne vitale Barbara. Legen Sie mal einen Finger auf diese vitale Barbara. Spürt ihr eine Veränderung, wenn Sie selber ihr diese ganzen Themen von damals abnehmen, die heute gar nicht mehr relevant sind? Ja, schon. Jetzt könnten Sie diese vitale Barbara aufklären. Sie könnten sagen, das Schmerzliche und Verwirrende von damals ist lange vorbei. Das Schmerzliche und Lassen Sie die Vitale. erst nochmal liegen. Die brauchen noch ein bisschen Zeit. Nicht zu früh. Das Schmerzliche und Verwirrende von damals ist lange, lange vorbei. Das Schmerzliche und Vitale von damals ist lange, lange vorbei. Verwirrende, das Schmerzliche und Verwirrende von damals ist lange vorbei. Das Schmerzliche und Verwirrende von damals ist lange, lange vorbei. Wir beide haben es überlebt. Wir beide haben es überlebt. Du warst da gar nicht zuständig. Du warst da gar nicht Du zuständig. bist ganz unschuldig. Du bist ganz unschuldig. Und du gehörst nicht in die Vergangenheit, du gehörst ins Hier und Jetzt. Du gehörst nicht in die Vergangenheit, du gehörst ins Hier und Jetzt. Ich brauche dich heute, Ja, ich brauche dich heute. um lebendig zu sein, Um lebendig zu sein, um Party machen zu können. um Party machen zu können. Wie kommt das an bei der vitalen Barbara, wenn sie das hört? Ja, ist eine vage Freude da. Ah ja. Zwar leise, aber sie ist da. Nun war diese kleine Barbara ja damals sehr einsam mit ihrem ganzen Leid. Keiner hat es verstanden, keiner hat sie da gesehen. Und vielleicht tut es ihr einfach gut, wenn endlich mal jemand sie sieht und da herausholt. Und rot und gelb könnten sie doch aus dieser Traumazone herausholen. Was hält die kleine Barbara davon?
sehr viel. Dann können ja Rot und Gelb sie mal liebevoll aus dieser Traumazone herausholen. Nehmen sie zwischen sich. Holen sie mal auf Abstand zu der Traumazone. Genau. So, da kann sie sich jetzt erstmal erholen. Und was das, was jetzt so links, schieben Sie es mal ein bisschen nach rechts von sich. Sie noch mehr nach rechts, noch mehr nach rechts. So. In Sicherheit, ja. So, vorne an die Tischkante. So. Ja, noch mehr nach rechts. Ja, genau. Jetzt halt die Abstand zu der ganzen Traumazone und was Sie da so vor sich aufgetürmt haben, das ist jetzt das Traumakonglomerat. Danach haben Sie sich bisher orientiert und wir haben alle die Elemente, die Sie heute für Ihre Lebensbewältigung brauchen, da herausgelöst. Das grüne Klötzchen, das rote Klötzchen. Und der Rest, der ist eigentlich überflüssig, den brauchen Sie gar nicht mehr. Und das ist eigentlich dieses Stressprogramm, was Sie bis heute so gestresst hat und was auch zu diesen Autoimmunerkrankungen geführt hat. Das können Sie vorläufig schon mal aus Ihrer, aus der Sichtweise, aus dem Sichtbereich herausschieben. Einfach weiter nach hinten. Dann kann ich das Das gar nicht. Nein, nein, diesen Turm. Diesen weiter nach Turm, hinten. das weiter nach hinten schieben. So aus dem Sichtbereich heraus. Noch ein bisschen weiter nach hinten. Noch mehr, noch mehr. Und dann können Sie von sich aus noch eine Sichtbinde da vorstellen, damit auch Sie das gar nicht mehr sehen. Ein Buch oder irgendwas, was Sie da vorstellen. Und dann nehme ich mal die rote Barbara von heute in die Mitte und schauen Sie mal, wie geht es jetzt der Barbara von heute, wenn Sie die, alle diese Elemente nicht mehr in Ihrem Raum sind, die mit A, mit Ihrem Wesen nicht vereinbar sind, B, gar nicht in die Gegenwart gehören. Ja, ich bin aufgeregt, immer noch aufgeregt und ich glaube, ich kann aber besser atmen. Ah ja. Und ich bin aber auch sehr verunsichert. Ja, also natürlich war dieses alte Programm, es war das pure Stressprogramm, aber immerhin haben Sie damit gelernt zu überleben. Das war Ihre Überlebensstrategie und jetzt fehlt Ihnen dieses Programm und da gibt es erstmal eine Verunsicherung. Es ist aber unvermeidbar, wenn Sie dieses alte Programm löschen wollen und ein neues Programm installieren wollen, gibt es vorübergehend diese Verunsicherung und Sie müssen dem zustimmen, damit wir weitermachen können. Können Sie dem zustimmen? Ja. Gut. Dann stellen Sie mal der roten Barbara von heute das gelbe Klötzchen gegenüber. Das ist jetzt eine Barbara, die hat ihren Wert und ihre Würde in sich selber, so wie eine Rose ihre Würde hat, einfach dadurch, dass sie eine Rose ist. Können Sie sich vorstellen, dass es so eine Barbara gibt? Ja, absolut. Jetzt in dieser Familie war diese Barbara mit ihrer Würde offenbar gar nicht so wahrgenommen und wertgeschätzt. Und um in dieser Familie zu überleben, haben Sie möglicherweise die Sichtweise dieser Familie übernommen. Jetzt können Sie symbolisch mal die Brille dieser Familie ablegen. Und dann schauen Sie mal mit Ihren eigenen Augen auf dieses wahre Selbst. Gibt es an dem etwas auszusetzen? Nein. Dann könnte ich stellvertretend für Ihr wahres Selbst Ihnen sagen, hallo Barbara, ich bin dein wahres Selbst. Da gab es damals dein Gewalttrauma mit diesem Vater. Es gab Papas eigene Gewalttraumata. Das alles ist vorbei, es hat mit dir heute gar nichts mehr zu tun. Heute bin ich ganz für dich da und ich bin nur für dich da. Wie kommt es bei Ihnen an, wenn Sie das hören? Gut. Nun könnten Sie versuchen, zu Ihrem Selbst zu erklären, warum Sie bisher noch nicht längst schon verbunden waren mit diesem wahren Selbst, wenn das ja zu Ihrer Grundausstattung dazugehört. Und es war ja, wir haben ja gesehen, dass Sie noch so verklebt waren mit den Themen von damals. Wenn es für Sie stimmig ist, können Sie zu Ihrem wahren Selbst sagen, anscheinend war ich noch so verklebt mit den Themen von damals, dass ich dich bisher gar nicht wahrnehmen konnte. Zum Teil war ich noch so verklebt mit den Themen von damals, dass ich dich überhaupt nicht wahrnehmen konnte. Mit dir hat das gar nichts zu tun. Mit dir hat das gar nichts zu tun. Das hast du nicht verdient. Das hast du auch nicht verdient. Ist das für Sie stimmig? Ah ja. Und was für ein Gefühl kommt, wenn Sie das sagen?
Ja, ich werde gerade traurig. Ja. Das ist natürlich so ein Bedauern, dass Sie da möglicherweise etwas Wichtiges versäumt haben. Ja. Dann kommt ja noch dazu, dass wir gesehen haben, dass Sie eine Tendenz haben, Ihre eigene Lebendigkeit zu verleugnen, zu unterdrücken, um sich zu schützen oder um für andere wertvoll zu sein. Ja. Auch das können Sie Ihrem wahren Selbst mitteilen. Anscheinend habe ich selber die Tendenz, dich zu verleugnen und zu unterdrücken. Also ich hatte die Tendenz, dich zu verleugnen und zu unterdrücken, Um mich zu schützen um mich zu schützen. oder um für andere wertvoll zu sein. Ja. Und oder um für andere wertvoll zu sein. Auch Ja. das hat mit dir nichts zu tun. Auch das hat mit dir nichts zu tun. Das hast du nicht verdient. Das hast du nicht verdient. Wie ist es für Sie? Ist es stimmig für Sie, wenn Sie das sagen? Ich kriege langsam ein bisschen ein größeres Gefühl für die gelbe Barbara. Genau, das ist ja der Sinn der Sache, dass Sie eine Wertschätzung bekommen, diesen eigenen gesunden Wesenskern, nach dem Sie sich ja jetzt orientieren könnten, als Alternative zu dem damaligen Trauma. Ja. Es kann es aber sein, dass Sie selber dazu neigen, diese Probleme, die Sie erkennen, dass sich selber dafür abzulehnen, als wären Sie dafür verantwortlich. Kennen Sie das von sich? Dass mich selber, ja, ich verurteile mich schon relativ häufig. Ja. Das wäre jetzt fatal. Warum ist es fatal? Wir haben ja Ihr traumabedingtes Überlebensprogramm kennengelernt. Und die einzige Alternative dazu wäre ja, dass Sie sich nach Ihrem gesunden, wahren Selbst orientieren. Wenn Sie jetzt aber selber irrtümlich Ihr wahres Selbst dafür beschuldigen, für diese Probleme, dann ist diese Alternative verbaut, dann klappt die Falle zu. Das wäre fatal. Ja. Können Sie sehen, dass gar nicht Ihr wahres Selbst die Ursache ist für Ihre Probleme, sondern die damaligen Traumata, die Sie erlebt haben und Ihre Überlebensstrategien, die Sie damals unbewusst entwickelt haben? Ja. Dann können Sie doch zu Ihrem wahren Selbst sagen, anscheinend habe ich irrtümlich dich für meine Probleme verantwortlich gemacht. Anscheinend habe ich dich irrtümlicherweise für meine Probleme verantwortlich gemacht. Das tut mir sehr leid. Das tut mir sehr leid. Mit dir hat das gar nichts zu tun. Mit dir hat das gar nichts zu tun. Das hast du nicht verdient. Bitte? Das hast du nicht verdient. Das hast du nicht verdient. Ist es für Sie stimmig, wenn Sie das sagen? Ja. Und was für ein Gefühl kommt, wenn Sie das sagen zu Ihrem wahren Selbst? Also irgendwie traut sich da noch nicht so ein Gefühl, sich zu entfalten, aber insgesamt fühle ich mich, als würde ich mir selber ein bisschen mehr Freundschaft zugestehen. Genau, darum geht es ja. Es geht um diese Annäherung an das eigene wahre Selbst. Das wäre das alternative Lebensprogramm, wo Sie eben mit Selbstachtung, Selbstwürde und Selbstwert durchs Leben gehen, statt mit Selbstabwertung. Und jetzt legen Sie mal einen Finger auf das wahre Selbst, schauen Sie mal, ob das wahre Selbst Ihnen böse ist dafür, dass Sie es verleugnet haben, dass Sie es zu Unrecht verurteilt haben. Nein. Das ist immer wieder erstaunlich. Das wahre Selbst ist überhaupt nicht böse. Im Gegenteil, wenn es irgendwo bedingungslose Liebe gibt für Barbara, dann bei diesem wahren Selbst. Diese bedingungslose Liebe gibt es gratis. Das heißt, Sie müssen dafür nichts leisten. Sie müssen auch nicht einmal brav oder gehorsam sein. Können Sie sich was überhaupt vorstellen, dass es so etwas gibt für Barbara? Ja. Ja. Und Sie Gibt könnten es. das sogar gleich spüren. Die einzige Voraussetzung dafür ist, dass Sie symbolisch nochmal die Achtung nachholen für Ihr wahres Selbst, indem das rote Klötzchen sich leicht verneigt vor dem gelben Klötzchen. Sich verneigt.
Und gleichzeitig stellen Sie sich vor, dass Sie sich innerlich drei Atemzüge lang verneigen vor Ihrem wahren Selbst. Dabei spüren Sie in sich hinein, wie fühlt sich das an, wenn Sie sich selber vor Ihrem eigenen wahren Selbst verneigen. Fühlt sich richtig an. Ja. Da rückt sich etwas zurecht, was vorher verrückt war. Bisher haben Sie Ihre Achtung und Wertschätzung anderen gegeben, dem Vater und dem Trauma vom Vater und Ihrem eigenen Trauma. Und jetzt bekommt der Teil wirklich Achtung und Wertschätzung, der es verdient, nämlich Ihr eigener gesunder Wesenskern. Und nach diesem Schritt können Sie mal beide Klötzchen zusammennehmen. Legen Sie mal einen Finger quer drüber und spüren Sie mal nach. Wie fühlt sich das an, wenn jetzt diese beiden Elemente eins werden, die so viele Jahrzehnte lang getrennt waren? Also ich bin sehr aufgeregt und zitter immer noch ein bisschen, aber ich fühle ziemlich viel Kraft. Also Kraft, also ich weiß, ich wusste immer, dass ich sehr kräftig bin innerlich, aber ja. Aber jetzt können Sie diese Kraft spüren. Ja, diese auch Größe, ich glaube auch Größe, ja. Ja, es ist auch eine innere Größe, es ist eine innere Würde. Manche spüren auch so etwas Heiliges. Und C.G. Jung nannte ja auch dieses wahre Selbst den göttlichen Funken in uns. Ja, so fühlt es sich an. Also auch ein bisschen Licht durchflutet. Also ich fühle es jetzt nicht als kompakt, sondern eher als, ja. Ja, also es ist schön, wie Sie das wahrnehmen können. Sie scheinen da sehr begabt zu sein, sich Dinge wahrzunehmen und auch sprachlich auszudrücken. Möglicherweise kennen Sie ja auch schon kostbare Augenblicke, wo Sie eine Ahnung bekommen haben von dieser Selbstverbindung. Vielleicht in der Ja. Natur oder vielleicht weit von zu Hause entfernt. Ja. Und bisher ging es aber immer wieder verloren. Und damit das diesmal nicht verloren geht, ist es wichtig, dass Sie lernen, genau zu unterscheiden, was hier und heute zu Ihrem Wesen passt und was gar nicht dazu passt. Unter diesem Gesichtspunkt müssen wir die ganzen Elemente untersuchen, die auf der anderen Seite der Sichtblende sind. Sind Sie dazu bereit? Ja. Dann nehmen Sie mal die Sichtblende weg. Die ganzen Klötzchen rücken Sie mal wieder in den Sichtbereich, dass wir die sehen können. Vater und diesen ganzen Turm. Und das erste Element, was wir da jetzt untersuchen, ob es heute mit Ihnen überhaupt vereinbar ist, mit Ihrem Wesen, das ist dieser rote Würfel, diese Gewalterfahrung mit dem Vater. Nehmen Sie mal den roten Würfel heraus. Und was denken Sie, brauchen Sie diese Gewalterfahrung von damals, brauchen Sie heute noch für Ihre Orientierung? Nein, nein. Dann können Sie doch in die rechte Hand das rote Klötzchen von heute nehmen, die Barbara von heute. In die linke Hand nehmen Sie das Trauma von damals, diesen roten Würfel. Beide nehmen Sie an die vordere Tischkante weiter auseinander. Und dann können Sie mit der Barbara von heute dieses Trauma von damals stoppen mit einem kräftigen Stopp. Stopp! Ja, Sie haben die Kraft dazu, Sie haben das Recht dazu. Das wäre etwas wie ein gesunder Schutzreflex. Wenn das funktioniert, dann wissen Sie besser, wer Sie sind, wer Sie nicht sind. Dann wird das Leben einfacher. Gleich nochmal. Stopp! Ja, sehr gut. Und das ist genauso gesund wie bei den Raubtieren, die ihr Territorium freimachen, um Beute machen zu können. Welches Raubtier fällt Ihnen da ein? Oh, ich weiß nicht. Löwe, Tiger, Panther. Ja, Panther. Panther. Dann nehmen wir den schwarzen Panther. Dann können Sie mal mit einem Pantherschrei dieses Trauma stoppen. Oh mein Gott. Was ist da jetzt?
Ist ein bisschen eine Blockade, aber ich mache Ja, gerade. Ich, es ist so, okay. es kann sein, dass ihr Vater so rumgebrüllt hat, dass die kleine Barbara sich damals geschworen hat, dass so wie der Papa wird sie nie in ihrem Leben brüllen. Ja? Ja, eher die Mama. Oder Okay, die aber Mama. gut. Ist ja Ist egal. egal. Ja, einer von beiden und der jedenfalls. Aber das ist jetzt eine ganz andere Situation. Es gibt einfach Situationen, da ist es gesund, wenn man brüllt. Okay. Schauen Sie. Wow! Ja, genau. Wie ist das für Sie? Gut. Ja, gleich nochmal. Wow! Ja, wie fühlt sich das an? Sehr gut. Ich will Ihnen kurz erklären, warum sich das gut anfühlt. Das ist Ihre Kraft. Sie haben eine wunderbare Kraft und die Aufgabe dieser Kraft ist eigentlich zu erkennen, was mit Ihrem Wesen nicht vereinbar ist. Und wenn Sie das aus Ihrem Raum entfernen, dann können Sie optimal Barbara sein. Wenn Sie jetzt aufgrund dieser Erfahrungen damals Elemente in Ihrem Raum gespeichert haben, die gar nicht vereinbar sind mit Ihrem Wesen hier und heute, dann ist diese Kraft verwirrt oder blockiert und dann richtet sich die Kraft eher gegen Sie, dann bekommt die Selbstwertprobleme, Schuldgefühle oder diese Autoimmunerkrankung. Und sobald Sie die Kraft wieder einsetzen, für Ihre eigenen Interessen, dann machen Sie eine neue Erfahrung. Sie sind nicht mehr gelähmt, sondern Sie sind handlungsfähig. Okay. Und das löst Glückshormone aus. Und Ja. das können Sie spüren. Nochmal mit der Pantherschrei. Nochmal. Ja. Ja. Jetzt legen Sie meinen Finger auf die grüne, vitale Barbara. Die lag ja bis vorhin noch platt unter diesen ganzen Themen von damals. Wenn die jetzt sieht, man kann das stoppen, dieses Trauma von damals. Da gibt es sogar Glückshormone. Wie geht es dann der vitalen Barbara? Die freut sich gerade, Die ja. freut sich. Ich könnte mir vorstellen, dass sie auch gerne Glückshormone hätte. Ja. Und traut sie sich, das zu stoppen, das Trauma von damals? Ist ja jetzt erwachsen, sie ist ja nicht mehr Kind. Ich meine, sie ist das bloße Kind von damals. Diese vitale Seite der erwachsenen Barbara, traut sie sich, dieses Trauma von damals zu stoppen? Ja. Oder braucht sie erst nochmal eine Erlaubnis? Nee, sie traut sich. Dann schauen Sie mal, wie es für sie ist, wenn die Grüne das stoppt, das Trauma. Zögert noch. Was ist da? Fühlt sich das Okay, vielleicht, man fühlt sich das vielleicht verboten an? Und hätte sie gern Unterstützung von Rot oder Gelb? Nee, sie schafft das. Sie braucht gerade einen Moment. Okay, ja, gut. Sie darf sich erstmal sammeln, sich mal neu orientieren. Das ist ja auch neu. Damals war es verboten, damals war es lebensgefährlich, aber heute. Können wir sie erstmal realisieren, dass es ja heute ist und dass sie jetzt das kann und dann schauen wir mal, wie sich das anfühlt, wenn sie soweit ist. Ja, genau. Erstaunlich kraftvoll. Wie geht's Ihnen dabei? Gut. Dann nochmal. Stopp! Und mit Löwenschrei. Pantherschrei. Wie geht es dir, der kleinen vitalen Papa? Die ist sehr, sehr aufgeregt und zittert sehr doll innerlich und Ja. ist aber trotzdem, also ich würde sagen, zuversichtlich. Ja. Also es ist natürlich ganz neu für Sie. Früher war das ja streng verboten. Es war ja fast lebensgefährlich. Also verständlich, dass sie da jetzt erst noch ein bisschen gehemmt ist, aber wenn sie das dreimal nochmal wiederholt und wenn sie merkt, da passiert gar nichts Schlimmes mehr heute, dann verliert sich auch diese Zittrigkeit. Ja. Darf sie es noch Nochmal. dreimal wiederholen, ja? Wow! Ups. Wow! Wow! Und wie geht es jetzt der kleinen vitalen Barbara? Irgendwie freut die sich zu schreien. Also Ja, die findet natürlich, das gerade macht Spaß. Gefallen am Schreien. Die ganze Lebensfreude, die kommt wieder. Ja? Ja. Nach 40 Jahren oder 50 Jahren. Und dann darf sie doch jetzt, wenn sie hat ja am meisten gelitten unter diesem Trauma von damals, dann gönnen wir doch den Triumph, dass sie es ist, die dieses Trauma für immer vom Tisch haut.
deinem ultimativen Pantherschrei. Also richtig wegkicken. Richtig in den kosmischen Wertstoffhof entsorgen. Wow! Und wie geht's Ihnen da? Ja, gut. Ja. Gut. Also das war jetzt der Anfang. Die nächste Kandidatin, die wir untersuchen, ist dieser grüne Würfel. Das ist diese Tendenz zur Selbstverleugnung, Selbsterniedrigung. Kennen Sie das von heute, dass das noch so Ihre Strategie ist, um sich zu schützen oder um für andere wertvoll zu sein? Ja, Selbsterniedrigung, ja, ich nehme es wahr und denke, oh, hat schon wieder und musste nicht, aber es ist, ja. Und glauben Sie, Sie brauchen das heute noch? Nee, nee. Und wer darf das stoppen? Rot, Gelb oder Grün? Rot. Wer darf Rot, der stoppt den grünen Würfel, stoppen mit einem kräftigen Stopp. Das ist ja so, als hätte man diesem Panther einen Maulkorb verpasst, als hätte man ihn gefesselt. Und jetzt dürfen Sie den Maulkorb und die Fesseln befreien, damit der Panther so in seine volle Kraft kommt. Ja. Ja, wie geht's Ihnen dabei? Nee, ich brauche es wirklich nicht mehr. Ich will es nicht mehr und ich brauche es nicht mehr. Und dann lassen Sie mal die grüne Vitale dran, die hat ja am meisten gelitten darunter. Darf die auch mal schauen, wie es für sie ist, wenn sie das stoppt. Okay. Was ist jetzt? Jetzt kommt so irgendwie so, aber dann haben die mich nicht mehr lieb. So, das kommt jetzt noch mal. Ja, also das ist so Ihre Methode, um lieb Kind zu sein, um die Illusion zu haben, dass Sie dann gemocht werden, Okay. wenn Sie sich klein und schwach machen. Aber sie schafft das. Und ist sie darauf angewiesen oder Nee. dann, genau, dann kann sie das doch auch nochmal stoppen. Stopp! Pantherschrei. Wow! Also ich bin sehr überrascht, wie kraftvoll Sie sich da abgrenzen und Sie sind vielleicht auch davon überrascht, dass Sie diese Kraft in sich haben. Diese ganze Kraft war bisher blockiert und dann ist es meistens so, dass sie sich eben gegen das eigene richtet und ich denke, dass die ganzen Autoimmunerkrankungen damit zusammenhängen. Und wenn die kleine Vitale denkt, sie braucht diesen Maulkorb und diese Fessel nie mehr wieder, kann sie es für immer vom Tisch hauen mit einem ultimativen Pantherschrei. Wow! Wow! Ja. Und wie fühlt sich das an? Gut, richtig gut. Das Ja. nächste Element, was wir überprüfen, das ist dieses magisch-grandiose Selbst. Das ist diese schlanke rote Klötzchen. Und das kennt ihr vielleicht von sich, das ist die Barbara, die dazu tendiert, sich gleich zuständig zu fühlen für die Probleme von anderen, die den Anspruch hat, das möglichst perfekt zu lösen. Und wenn es dann nicht klappt, was ja gar nicht klappen kann, dann fühlen sie sich noch schlecht und werden nicht dafür ab. Richtig, ja. Und es kann sein, dass in dieser verzweifelten Situation ihrer Kindheit das wertvoll war. Es kann sein, dass sie in ihrer beruflichen Karriere sie sehr viel Anerkennung bekommen haben dafür, dass sie so selbstlos sich hundertprozentig für die Interessen von anderen einsetzen. Aber von der Anerkennung alleine wird man nicht satt. Und meistens stimmt das Honorar dann doch nicht ganz. Und vor allen Dingen ist die Erschöpfung dann viel größer als das, was das Honorar ist. Und dann kommt man immer wieder in diese Erschöpfung, dieses Burnout. Das kennt ihr vielleicht. Ja. Und die Frage ist, ob Sie das heute noch brauchen, dieses Programm. Nein, nein. Nein, ich möchte wirklich auch mein Honorar haben, also meinen Wert Ja, genau. leben. Und dann können Sie doch zunächst mal diese magisch-grandiose Selbst auf den Tisch legen. Kann es gesund schrumpfen? Die ganzen Probleme, die ganzen Verantwortung, Aufgaben, die entweder andere Ihnen übergestülpt haben oder die Sie selber an sich gerissen haben, um für andere wertvoll zu sein, die können jetzt abfallen. Die ganze Fantasie, die ganze Kreativität, die Sie da hineingesteckt haben, die fließt jetzt zurück zu Ihnen. Könnt ihr anderweitig verwenden.
Und dann verwandelt sich diese magisch-grandiose selbst immer mehr in eine unansehnliche leere Hülle, so wie ein Kokon, aus dem gerade ein Schmetterling geschlüpft ist. Und dieser Kokon war möglicherweise für eine bestimmte kritische Phase des Schmetterlings wichtig, aber jetzt, wo er Schmetterling geschlüpft ist, die Frage: Brauchen Sie diese Reste von dem magisch-grandiosen selbst heute noch für Ihre Orientierung? Auf gar keinen Fall. Und wer darf das stoppen, rot, gelb oder grün? Also grün. Und vielleicht ist es, manchmal ist es leichter, wenn man das zu stoppen, wenn man das erstmal würdigt, dass es tatsächlich das eigene Überleben auch wertvoll war. Da können Sie so einen Satz sagen: Ich achte es, dass du für mein Überleben wertvoll warst. Ich achte es, dass du für mein Überleben wertvoll warst. Es macht mich wieder traurig, aber Ja, es ist ja wie Abschied, ja. ja. Aber jetzt habe ich meine wahre Kraft gefunden. Aber jetzt habe ich meine wahre Kraft gefunden. Und jetzt darf ich dich verabschieden. Für immer. Und jetzt darf ich dich für immer verabschieden. Wie fühlt sich das jetzt an? Ja, gut. Und dann könnte die Grüne das mal stoppen. Für die Grüne ist es natürlich die perfekte Spaßbremse. Immer nur Probleme, immer nur für die anderen, immer nur vernünftig sein, das macht ja überhaupt keinen Spaß. Die Kleine möchte natürlich endlich mal Party machen. Ja, da Und kommen meine Schwestern, meine kranken Schwestern ins Spiel und so. Ja, okay. Ja, hat sie keine Lust mehr drauf. Wirklich nicht. genau, und dann können Sie auch sagen: Ich habe die Schnauze voll, mir reicht es nie wieder, und kann es nochmal symbolisch stoppen mit einem Pantherschrei. Ja, ich habe richtig die Nase voll. Richtig. Ja. Okay. Stopp! Pantherschreie. Stopp! Ha. So war es gut. Und wie fühlt sich das an? Gut. Wenn Sie denken, Sie brauchen es nie wieder, können Sie es mit einem ultimativen Pantherschrei vom Tisch holen. Wie geht es Ihnen jetzt? Ja, sehr schön, sehr schön. So, jetzt kommen wir zu einem wichtigen Thema, das ist der Vater und seine beiden Traumata. Nehmen Sie mal die beiden blauen Würfel, der Papas Traumata. Das eine war das Kindheitstrauma, das andere war die Kriegserfahrung. Nehmen Sie es mal auf die Handfläche und schauen Sie mal, ob Ihnen das vertraut ist, dass Sie sich damals damit beschäftigt haben, so als wäre es Ihre Aufgabe. Können Sie das? Manchmal wird einem Kind sogar suggeriert, es hätte was mit Liebe zu tun, dass es darauf Rücksicht nimmt, auf diese Themen des Vaters. Kennen Sie das? Ja. Systemisch gesehen sind Sie da ja gar nicht zuständig. Das heißt, wenn Sie sich da engagieren, dann verlieren Sie zwar sehr viel Energie, daher die Erschöpfung. Aber wenn Sie dann realisieren, dass Sie eigentlich gar nichts bewirken können mit dieser ganzen Energie, dann ist es auch frustrierend, dann verlieren Sie die Achtung für sich. Und am Schluss vielleicht auch für den Vater. Das kennt ihr vielleicht. Ja. Spätestens dann können Sie erkennen, mit Liebe hatte das noch nie etwas zu tun. Nee. Und dann können Sie sich natürlich auch fragen, ob Sie überhaupt jemals zuständig waren für Papas Schicksal. Nein. Ist ja eigentlich wie so eine Anmaßung, wie eine Selbstüberforderung. Dann gibt es ja einen klassischen Satz, da können Sie zum Vater, dem Vater das mit Achtung zurückgeben, indem Sie sagen: Papa, du hattest sehr schwere Schicksal. Papa, du hattest ein sehr schweres Schicksal. Und das ist auf deine Art und Weise getragen. Und du hast es auf deine Art und Weise getragen. Beziehungsweise eben auch nicht. Oder nicht? Es war deine Art zu überleben. Es war deine Art zu überleben. Und als Tochter steht es mir gar nicht zu, mich da einzumischen. Und als Tochter steht es mir gar nicht zu, mich da einzumischen.
Denn nur weil du auf deine Art und Weise überlebt hast, konnte ich mein Leben bekommen. Ja, denn nur weil du auf deine Art und Weise überlebt hast, konnte ich mein Leben bekommen. Das achte ich jetzt, indem ich das Deine ganz bei dir lasse. Das achte ich jetzt, indem ich das Deine ganz bei dir lasse. Für immer. Für immer. Da liegen Sie mal diese beiden blauen Klötzchen neben den Vater und spüren Sie mal nach, wie fühlt sich das an, wenn das schwere, traurige, belastende, verzweifelte, beschämende, was gar nicht zu Ihnen gehört, wenn Sie das alles abgeben zum Vater. Ich bin immer noch sehr, sehr traurig. Ja. Ja, das war natürlich auch Aber es ein, ist, ja. ja, gut. Es hat natürlich auch diese schwerst traumatisierte Vater einen gesunden Wesenskern, ein wahrer Selbst. Und dafür brauchen wir jetzt ein gelbes Klötzchen. Das stellen Sie hinter das blaue Klötzchen. Ein gelbes Klötzchen, ein schmales Darf auch ein schmales sein. oder ein richtiges. Das spielt keine Rolle. Das ist jetzt das Symbol für einen gesunden Vater, der sich natürlich freut über seine wunderbare Tochter Barbara. Und dieser wunderbaren Tochter Barbara gerne seine bedingungslose Liebe schenkt, einfach weil sie da ist. Ohne Erwartungen, ohne Einschränkungen. Dann kann es aber sein, dass der Vater nur selten oder nie mit diesem wahren Selbst verbunden war, aufgrund seiner eigenen Traumatisierung, sodass sie diese bedingungslose Liebe nie oder nur selten erlebt haben. Und das, was Sie halt häufig erlebt haben, das waren diese Verletzungen. Und es ist wichtig, dass Sie sehen, dass diese Verletzungen, die kamen gar nicht von dem gesunden Wesenskern des Vaters. Die kamen von diesem blauen Klötzchen und das nennen wir jetzt das falsche Selbst. Das traumabedingte Überlebensselbst des Vaters. Können Sie sehen. Ja. Wen haben Sie jetzt wegen dieser Verletzung abgelehnt, den Vater oder sich selbst? Wen habe ich jetzt abgelehnt? Meinen Vater, oder? Mich selber, sich selber. Ich weiß es gerade nicht mehr. Ich habe mich selbst abgelehnt, weil So ist es. ich habe, Ja? ja, der hat getrunken und Kam noch dazu, der hat auch noch getrunken, um sich selber zu betäuben, um selber diesen Schmerzgang zu ich habe ihn auch durchführen. versorgt, wenn er betrunken war und meine Mutter arbeiten war und so. Ja. Also jedenfalls, das ist unvermeidbar, dass ein Kind dann sich selber dafür ablehnt. Einmal gibt es ja dieses Machtgefälle. Es ist ja sogar gefährlich, einem solchen Vater zu sagen, du darfst mich so nicht behandeln, das ist gemein. Dann rastet er vielleicht aus und schlägt einen tot. Oder wird schwer depressiv. Und Der wurde melancholisch depressiv, ja. ja. Und auf der anderen Seite, wenn ein Kind erlebt, dass der eigene Vater ihn so behandelt, dann denkt es manchmal, naja, vielleicht ist tatsächlich an mir etwas falsch, dass der eigene Vater mich so behandelt. Dadurch entsteht ein sehr tief verwurzeltes Selbstunwertgefühl. Das kennt ihr vielleicht von sich. Ja, ich habe meine Mutter sogar mal gefragt, ob ich denn noch sein musste. Also. Naja, als ob sie überhaupt ein Existenzrecht hätten. Hat die Mutter denn ein Kind verloren? Die hat ein Kind vor, ja. Die Wie hat, wir sind zu acht Geschwistern, Halbgeschwister, weil von meinem Vater bin ich die Einzige und vor mir war der Werner. Und davor die Sonja Monika, die ist mit wenigen Wochen in ihren Armen gestorben. Ja. Und spüren Sie so eine Verbindung mit dieser Sonja Monika? Ja. Also das ist ganz eigenartig, das erlebe ich immer wieder, dass wenn die Mutter ein Kind verloren hat, vorher, dass dann ein späteres Kind denkt, wenn das dieses Kind noch gelebt hätte, dann hätte es mich vielleicht gar nicht gegeben. Ja, ich sollte auch Sonja heißen. Und dann hat so ein Kind manchmal das Gefühl, es hat gar kein gültiges Ticket, es fährt ja mit dem Ticket von dieser Sonja. Ja. Und dann kann man sich sein Leben, hat man das Gefühl, man hat gar nicht das Recht überhaupt zu leben und glücklich zu sein. Das ist noch so ein Hintergrundthema. Das können wir am Schluss nochmal berücksichtigen. Jetzt geht es erstmal darum,
dass Sie, oder vielleicht machen wir das gleich, nehmen Sie mal, die Sonja Monika, nehmen Sie mal ein schmales grünes Klötzchen. Und das stellen Sie mal neben die rote Barbara von heute. Schauen Sie mal, wie fühlt sich das an, wenn Sie jetzt sich verbinden mit dieser verstorbenen Sonja Monika? Wie fühlt sich das an? Ziemlich traurig. Ja. Und es kann sein, dass Sie unbewusst verbunden sind mit dieser Sonja Monika, so als wäre das eigentlich Ihre Identität oder als wäre das Ihre Lebensberechtigung. Nehmen Sie mal diese grüne Klötzchen an Ihr Herz. Schauen Sie mal, wie Sie fühlt sich das an, wenn Sie so innerlich verbunden sind mit dieser verstorbenen Sonja Monika. Wie fühlt sich das an? Ja, ich werde komischerweise ruhiger, wenn es hier. Ja. Also, es sieht so aus, als wären Sie immer noch verbunden mit dieser Sonja Monika. Es gibt ja diese Vorstellung, die Sie wahrscheinlich auch kennen, dass es für die Verstorbenen einen guten Platz gibt, wo sie ihren Frieden finden können, Ja. vorausgesetzt, die Lebenden lassen sie los. Ja. Wenn Sie jetzt unbewusst die Sonja Monika noch festgehalten haben, dann kann vielleicht die Sonja Monika ihren Frieden noch gar nicht finden. Und Sie und die Barbara kommen gar nicht in ihr eigenes selbstbestimmtes Leben, weil sie immer noch mit der Sonja Monika und deren Schicksal verbunden ist. Können Sie es nachvollziehen? Ja. Es wäre eine Lose-Lose-Situation. Ja. Und Sie könnten aber eine Win-Win-Situation daraus machen, wenn Sie die Sonja Monika loslassen. Ja. Was halten Sie davon? Sehr viel. Dann stellen Sie mal die Sonja von Monika vor sich auf den Tisch. Dann sagen Sie mal zu Sonja Monika, Sonja Monika. vielleicht habe ich dich unbewusst festgehalten. Vielleicht habe ich dich unbewusst festgehalten. Für dich ist es ja schon lange vorbei. Für dich ist es ja schon lange vorbei. Und du darfst jetzt endlich dahin, wo du deinen Frieden findest. Du darfst jetzt endlich dahin, wo du deinen Frieden findest. Und dann legen Sie mal einen Finger auf die grüne Sonja Monika. Wie geht es dir, wenn sie das von Ihnen hört, dass Sie sie jetzt so loslassen? Ja. Also die ist einverstanden. Sie ist einverstanden. Wie ist es denn für Sie, wenn Sie sehen, dass die Sonja Monika einverstanden ist, wenn Sie sie loslassen? Das ist voll in Ordnung. Voll in Ordnung. Ich hatte eigentlich immer gedacht, also da kommt meine Mutter noch mal ins Spiel, aber es ist egal jetzt. Was ist mit der Mutter da? Ja, weil ich weiß auch nicht, ob ich ein Ersatz war oder und Ja. dem nie genügt habe oder Ja. so. Also das könnte sie dann auch noch mal zur Mama sagen. Also ich konnte ja nicht, Könnte sie ich sagen, konnte ja nicht so sein. dann sagen sie einfach zu Mama, Mama, ich konnte dir nie die Sonja Monika ersetzen. Mama, ich konnte dir nie die Sonja Monika ersetzen. Ich bin nicht dein verstorbenes Kind. Sie ist ein verstorbenes Kind. Ich bin deine sehr lebendige Barbara. Und ich bin deine sehr lebendige Barbara. Ja. Ob es dir passt oder nicht. Ob es dir passt oder nicht. Für mich stimmt das. Ja, für mich stimmt das. Ist das für Sie? Bitte? Wie ist das für Sie, wenn Sie das zur Mutter sagen würden? Also es ist schwermütig, also es fällt mir schwer, es zu sagen, aber es stimmt. Also das wäre nochmal Mutterthema, das wäre nochmal extra anzuschauen. Jedenfalls jetzt Ja. geht es darum, können Sie der Sonja Monika, können Sie der noch gute Wünsche mit auf die Reise geben ins Licht? Ja. Dann sagen Sie mal irgendeinen Wunsch noch. Ich wünsche Ihnen eine gute Reise ins Licht. Also ich wünsche dir eine gute Reise ins Licht. Und spüren Sie mal, wie kommt es bei der Sonja Monika an?
Ja. Und ich Ja, könnte die ist schon lange bereit. mir vorstellen, dass die Sonja Monika auch für Sie zum Abschied noch einen Wunsch hätte. Können Sie da was spüren, was die Ihnen sagen könnte, die Sonja Monika? Also was spontan in den Kopf kommt, sagt sie, lass los. Lass los. Und sie könnte auch sagen, liebe dein eigenes Leben. Und lebe dein eigenes Leben, ja. Mach endlich dein Ding. Mach endlich dein Ding, ja. Wie ist das für Sie, wenn Sie das hören? Erleichternd. Dann können Sie doch die grüne Sonja Monika in Ihrem Zimmer an einen Platz stellen, der für Sie mit dem Licht verbunden ist, ans Fenster, neben eine Kerze oder wo auch immer, und da stellen Sie einfach hin. So, wir waren noch beim Vater. Ja. Aber das war ein ganz wichtiges Intermezzo, denn das ist ein zusätzlicher Faktor, der natürlich für Ihre Gesundheit wichtig ist, für Ihre innere Erlaubnis, gesund und fröhlich und lebendig zu sein. Jetzt schauen wir mal dieses Trauma, dieses falsche Selbst vom Vater an. Dem falschen Selbst des Vaters haben Sie Ihre eigenen Überlebensstrategien entwickelt, die Selbstverleugnung des magisch-grandiose. Das haben wir schon verabschiedet. Die Frage ist, brauchen Sie Vaters falsche Selbst heute noch für Ihre Orientierung? Nein. Und wer darf das jetzt stoppen, Rot, Gelb oder Grün? Auf jeden Fall möchte das Grüne das stoppen. Das Grüne möchte ich gerne stoppen. Ja, dann darf das Grüne das stoppen? Das? Ja, das falsche Selbst vom Papa. Darf die Grüne das stoppen? Erlauben Sie ihr das? Ich glaube eher die rote. Dann soll die Rote erstmal anfangen, dann darf die Rote das mal stoppen. Ja. Ja, wie geht's Ihnen dabei? Ja, ist noch ein bisschen unsicher. Ja, dann fragen Sie mal Ihren Verstand, dürfen Sie heute das stoppen, dieses falsche Selbst des Vaters? Ja. Sie könnten auch nochmal das wahre Selbst des Vaters, diesen gesunden Vater, das gelbe Klötzchen am Tisch, einen Finger drauflegen. Was würde ein gesunder Vater sagen, wenn er sieht, dass seine Tochter heute noch sich so abquält mit den damaligen Verletzungen? Das wollte der nie. Könnte sagen, es tut mir so leid, du warst da ganz unschuldig. Und wenn du dich jetzt davon befreist, dann tut dir das gut und das ist auch für mich entlastend. Ja. Kommt es bei Ihnen an? Ja, auf jeden Fall. Dann können Sie ohne Schuldgefühle das stoppen. Ja. Probieren Sie es nochmal. Ja. Mit Pantherschein. Eine wunderbare Kraft. Es kann sein, dass der alte Schmerz von damals nochmal hochkommt. Vielleicht möchte sie auch nochmal sagen, es war so schlimm, das hat mir so weh getan. Ja, es war schlimm. Oder vielleicht kommt auch so eine unterdrückte Wut hoch, die sie damals nicht zulassen konnten. Ja, also es wege, also es ist, ich glaube, ich bin wütend. Es kann sein, dass sie die Wut immer gegen sich gerichtet haben, weil es zu gefährlich war, das gegen den Vater zu richten. Und daher auch diese Selbstverletzung, diese Autoaggression. Aber schauen Sie mal, wie wäre es, wenn Sie zum Vater sagen würden, du hast mich so verletzt. Du hast mich verletzt. Du hast mich so verletzt. Du hast mich so verletzt. Und immer mit so einer mit so einer Stoßbewegung. Also hinweg. Noch nicht ganz weg, aber einfach diese Kraft, diese Wut sozusagen in den Kanal geben, diesen Kanal öffnen für diese Wut. Du hast mich so verletzt. Du hast mich so verletzt. Ja. Du dummer Kerl.
Du dummer Kerl! Du blödes Arschloch. Gott. Wie fühlt sich das an? Fühlt sich verboten an? Ja. Also Sie können sich einfach mal testen, ob Sie sich hinterher entlastet fühlen, wenn Sie sagen, du blödes Arschloch. Können Sie einfach mal testen. Du blödes Arschloch! Wie geht es Ihnen dahinter? Hinterher. Ja, ist besser. Also häufig gibt es da so eine Wutbombe, so eine unterdrückte Wut und das begleitet Sie möglicherweise Ihr ganzes Leben lang und es rastet immer mal wieder aus, ist dann furchtbar peinlich und dann versuchen Sie es noch mehr zu unterdrücken. Das kennen Sie vielleicht von sich. Ja. Und jetzt haben Sie die Chance, diese Wutbombe, wie wir das nennen, zu entschärfen, indem Sie die ganze Ladung an die richtige Adresse geben. Das falsche Selbst. Ja. Und dann schauen Sie mal, was fällt Ihnen da noch ein, was Sie da gerne loswerden möchten. Immer mit so einer Stoppbewegung. Blödes Arschloch. Ja, genau. Immer devot. Ja. Nie hast du mich gesehen. Ja. Dumme Sau. Ja. Ich hasse dich. Schauen Sie mal, wie es danach geht, wenn Sie sagen, ich hasse dich. Haben Sie Ich dann, hasse dich. ja. Möglicherweise haben Sie damals eher sich selber gehasst als den Vater. Kennen Sie das? Ja, Da können Sie mindestens sagen, mal, ja. lieber hasse ich dich als mich. Lieber hasse ich dich als mich. Ja. Ist das für Sie? Ich weiß gar nicht, ob ich den hasse. Ich habe eher immer Mitleid mit dem, aber das ist ja. Das ist ja fatal, aber das ist ja auch anmaßend. Sie sind ja gar nicht zuständig für sein Schicksal. Und wichtig, Sie sind zuständig für sich und dass Sie sich schützen. Und wenn Sie die gesunde Wut da unterdrücken, die eigentlich gegen dieses falsche Selbst des Vaters gehört, dann richtet sich das alles gegen Sie und dann bekommen Sie diese Autoimmunerkrankung. Ja, ich bin auch wütend. Ja, Ja, ich genau. bin einfach wütend, weil Ja. der war da und nicht da. Der war. Genauso ist es. Genauso ist es. Und das ist, dann dürfen Sie dieses falsche Selbst des Vaters mit einem ultimativen Pantherschrei vom Tisch hauen. Wie geht's Ihnen dabei? Richtig gut. Dann sind noch diese schweren Schicksale von ihm, diese blauen Würfel auf dem Tisch. Brauchen Sie die noch für Ihre Orientierung? Nee. Gleich hinterher. Da habe ich mich direkt mit Ja, rausgekickt. das ist natürlich nicht. Das dürfen Sie wieder hochholen. Ist oben geblieben. Jetzt steht am Tisch noch dieser gesunde Vater. Lebt der Vater heute noch? Nein. Also ein gesunder Vater, der sich natürlich freut über seine wunderbare Tochter Barbara, der diese wunderbaren Tochter Barbara seine bedingungslose Liebe schenken könnte, einfach weil sie da ist, ohne Erwartungen, ohne Einschränkungen. Können Sie sich vorstellen, dass es für Barbara so eine bedingungslose Liebe gibt? Ja. Jedes Kind wünscht sich eigentlich diese Liebe, speziell auch vom eigenen Vater. Ja. Ganz tiefe Sehnsucht. Jetzt ist aber die Frage nach diesen ganzen Verletzungen, ob Sie Ihr Herz überhaupt noch öffnen können für diese bedingungslose Liebe eines gesunden Vaters oder ob Sie automatisch Ihr Herz wieder verschließen. Das können Sie einfach mal testen. Nehmen Sie mal dieses Klötzchen für Papas wahres Selbst an Ihr Herz und schauen Sie mal, ob Sie Ihr Herz vorsichtig öffnen können. Die reine bedingungslose Liebe eines gesunden Vaters. Oder ob sich Ihr Herz dann gleich wieder verschließt. Ja, es ist Ja, was beobachten Es tut tatsächlich hier weh. Sie? Naja. Na, es ist ja so, dass Sie vielleicht immer wieder das Herz geöffnet haben, dann kamen immer wieder gleich die Verletzungen und das war so schlimm, dass Sie jetzt sich nicht so richtig trauen, das zu öffnen.
Da könnte es hilfreich sein, noch einen Filter dazu zu nehmen. Haben Sie ein Handtuch oder einen Schal in der Nähe? Dann falten Sie das mal so zu einem Filter und legen diesen Filter vor Ihr Herz. So. Das ist das Klötzchen davor und jetzt wissen Sie, dieser Filter lässt garantiert nur die reine, bedingungslose Liebe eines gesunden Vaters durch. Und dann schauen Sie mal, ob Sie jetzt Ihr Herz öffnen können. Diese reine, wahre Liebe eines gesunden Vaters. Ist besser, ja. Ja. Und das ist jetzt wichtig für unseren Prozess, denn das, der Teil von Ihnen, der diese Liebe spürt, das ist Ihr eigener gesunder Wesenskern. Das ist Ihr wahres Selbst. Von dem wir sagen, dass es eigentlich zu Ihrer Grundausstattung dazugehört, unverlierbar. Und wenn Sie jetzt sich vorstellen, dass Sie eins werden mit diesem wahren Selbst, dann können Sie vielleicht auch nachvollziehen, dass Ihr Selbstwertgefühl sich ändert. Dann ist es gar nicht mehr so wichtig, was Sie leisten. Es ist nur gar nicht mehr so wichtig, was die anderen von Ihnen halten. Und Sie, weil Sie immer mehr diese Würde und diesen Wert in sich selber spüren. Können Sie es nachvollziehen? Ja. Dafür war jetzt die Begegnung mit dem wahren Selbst Ihres Vaters wichtig. Stellen Sie es wieder auf den Tisch. Dann gehen Sie mit dem roten Klötzchen von Barbara von heute zu Ihrem eigenen wahren Selbst, was gerade geweckt wurde, durch die Begegnung mit Vaters wahrem Selbst und legen Sie mal einen Finger quer drüber. Wie fühlt sich das an, wenn diese beiden Elemente eins werden, die so lange Zeit getan haben? Ja, gut. Spüren Sie sich in sich hinein, ob Sie dann eine Veränderung wahrnehmen in sich. Es ist sehr merkwürdig, aber ich fühle eine größere Sicherheit, also Ja. diese komische, wackelige Verunsicherung, die ist nicht mehr so präsent. Ja. So eine innere Sicherheit, diese innere Würde, der innere Wert, unverlierbar, unzerstörbar. Einfach, weil Sie wissen, die Erde hat uns alle hervorgebracht, die trägt uns und nährt uns bedingungslos. Wenn Sie sich so bewusst sind, dass Sie Teil sind eines größeren schöpferischen Ganzen, dann gibt es Ihnen innerlich diese Würde und diesen Wert und diese Sicherheit. Ja, das ist neu, das ist ungewohnt, das fühlt sich verboten an und da gibt es da Rückfallgefahr. Und deswegen machen wir jetzt die Gegenabgrenzung. Also nehmen Sie jetzt in die rechte Hand das rote Klötzchen von Barbara von heute. Die Barbara von heute geht nochmal aus alter Gewohnheit zurück zu allen Elementen dieses Traumakonglomerates. Hier stellt sich jeweils ihr wahres Selbst, ihr eigenes gelbes Klötzchen Ihnen in den Weg und stoppt sie kraftvoll. Und das Erste, was Sie untersuchen, das ist dieses Trauma von damals, das war dieser rote Würfel. Die ganzen Elemente müssen Sie nicht mehr wieder hochholen. Es genügt, wenn Sie in Ihrer Vorstellung dahin gehen zu diesem Trauma von damals und Ihr wahres Selbst lässt Sie gar nicht weit kommen. Das stoppt Sie sofort mit einem kräftigen Stopp. Okay. Ja, machen Sie Stoppbewegung. Stopp! Das bist du nicht, das hat mit dir heute gar nichts mehr zu tun. Das fixiert dich nur auf die Vergangenheit. Das hat mit dir heute gar nichts mehr zu tun. Das fixiert dich nur auf die Vergangenheit. Kommt es an? Leise. Vage. Dann waren Sie es nochmal kraftvoll und es war selbst, ob Sie schon vorbeugen, bevor Sie überhaupt starten können, ist es schon bei Ihnen. Stopp! Bist du nicht? Das fixiert dich auf die Vergangenheit. Mit deinem Wesen ist das nicht vereinbar. Fixier dich nicht auf die Vergangenheit, mit deinem Wesen ist das nicht vereinbar. Das lassen wir einfach mal wirken. Das nächste Element ist dieser grüne Würfel. Das war diese Tendenz zur Selbstverleugnung, Selbsterniedrigung. Auch da stoppt sie ihr wahres Selbst kraftvoll. Hören Sie mal, was sie sagt. Stopp! Bist du nicht?
Das Das bist du nicht. raubt dir deine Würde. Das raubt dir deine Würde. Das raubt dir deine Kraft. Das raubt dir deine Kraft. In deinem Wesen ist es unvereinbar. Und mit deinem Wesen ist es unvereinbar. Kommt es an bei Barbara? Ja. Als nächstes gehen Sie zu dem magisch-grandiosen Selbst. Auch da stoppt es Ihr wahres Selbst, hören Sie, was es sagt. Das bist du nicht. Das bist du nicht. Das fixiert dich auf dein Stressprogramm. Das fixiert dich auf dein Stressprogramm. Mit deinem Wesen ist es gar nicht vereinbar. Und mit deinem Wesen ist es gar nicht vereinbar. Wie kommt es an bei Ihnen? Ja, kommt an. Ja. Dann gehen Sie aus alter Gewohnheit zu den blauen Würfeln. Das waren diese schweren Schicksale vom Vater. Auch da stoppt sie wahr selbst, hören Sie, was sie sagt. Stopp! Wieso mischst du dich ein? Das geht dich doch nichts an. Mit Liebe hat das gar nichts zu tun, das verführt dich nur zum Größenwahn. Wieso mischst du dich da ein? Das geht dich überhaupt nichts an und mit Liebe hat das gar nichts zu tun. Das verführt dich nur zum Größenwahn. Kommt es an bei Barbara? Ja, das ist die Arroganz, die eine gewisse Arroganz. Alles schön, dass sie das selber bei sich kennt. Ja. Ist ja auch nicht so toll, das so bei sich selber zu erkennen, aber daher kommt es. So oder so wirkt sich das aus. Und das ist dann immer verbunden mit Schuldgefühlen, denn das kann man ja gar nicht leisten. Das ist sozusagen der Preis für diesen Größenwahnsinn, die Schuldgefühle, wenn man dann merkt, man kann das gar nicht leisten. Ja. Das nächste wäre das falsche Selbst des Vaters. Auch da stoppt sie ihr wahres Selbst. Hören Sie mal, was sie sagt. Das bist du nicht, das geht dich nichts an, da hast du nichts verloren. Da bist du überhaupt nicht zuständig und Liebe gibt es da auch nicht für dich. Kommt das an bei Ihnen? Das bist du nicht, da gehörst du gar nicht hin. Mit Liebe hat das überhaupt nichts zu tun. Es geht dich gar nichts an. Ja, ist mal eine Erleichterung. Sie kennen das vielleicht von sich, dass Sie dazu tendieren, sich mit dem Problem von anderen Menschen zu beschäftigen, dass Sie selber das für Liebe halten. Ja. Wenn dann der andere ganz gesund reagieren würde und sagen würde, ach Barbara, halte ich doch da raus, es geht dich doch überhaupt nichts an, wir könnten doch einfach Party machen zusammen. Kann es sein, dass Sie das Angebot gar nicht annehmen können, weil Sie so ein bisschen gekränkt sind, weil Ihre Liebe nicht wahrgenommen und gewürdigt wird? Ja, aber da habe ich schon dran gearbeitet. Es ist nicht mehr so schlimm, aber ich kenne das auf Sie jeden kennen Fall. das. Und Also das es. hängt damit zusammen, was Sie da für Liebe halten. Das ist eigentlich, dass Sie sich anbieten, emotional benutzt zu werden. Ja. Und das war halt Ihr Beziehungsmuster in der Kindheit. Und das ist das, was Sie sozusagen, was Sie so anbieten können, um Beziehungen aufzunehmen. Und ein gesunder Partner, der hat da überhaupt kein Interesse dran. Ja. Und es kann sein, dass sie sich dann nur den Partnern zuwenden, die sich nicht abgrenzen können, die bedürftig sind, aber da kommen sie immer in diese Abhängigkeitsbeziehung. Ja, ich hatte immer narzisstische Partner, also mit narzisstischen Zügen, Ja. ja. Also, und daran sehen wir, dass sie als Kind eine wesentliche Pantherqualität gar nicht lernen konnten, nämlich dass sie gestoppt werden mit Liebe und Respekt. Ja. Warum ist es wichtig? Panther und Menschen können ihresgleichen sehr verletzen. Deswegen lernt schon ein kleines Pantherkätzchen ganz früh ein Körpersignal, das den anderen signalisiert, kein Millimeter näher, sonst werde ich ganz, ganz böse. Und Pantherkätzchen, das faucht dann. Aus dem kleinen Pantherkätzchen kann man das noch nicht so ernst nehmen, aber wenn der große Panther faucht, dann ist es gar nicht mehr lustig. Und er hat es als Babykätzchen gelernt. Wenn Sie es ja selber nicht gelernt haben, dann kann es sein, dass Sie heute den Menschen eher aus dem Weg gehen, die sich so krass abgrenzen, weil Ihnen das nicht vertraut ist. Und dann bleiben halt die anderen Menschen übrig, die sich nicht abgrenzen können, weil sie verletzt sind, weil sie traumatisiert sind.
Da kommen Sie wieder in diese Abhängigkeitsbeziehung. An sich sind Sie stark, Sie sind eine Pantherin, Sie können auch einen starken Partner haben, beruflich und privat, wenn Sie das noch integrieren würden. Und Ihr wahres Selbst könnte mit Ihnen dieses spezielle Training durchführen. Wir nennen es das Training Fit für die Pantherliga. Ja. Was halten Sie davon? Sehr, sehr viel. Die Barbara von heute geht in bester Absicht in den Raum des anderen, um ihn zu verstehen, zu retten, zu heilen, zu helfen. Und ihr wahres Selbst klopft sie kraftvoll. Hören Sie, was sie sagt. Was ist jetzt? Ja, weil, ja, Kennen Sie? natürlich kenne ich das und Jetzt im schauen Sie mal, wie es Grunde. ist, wenn Sie, wenn Ihr wahres Selbst sie dabei stoppt, was ich dann dazu sage. Okay. Stopp! Barbara, wir sind Panther. Barbara, wir Panther. sind Panther. Panther retten sich selber. Panther retten sich selber. Nur wenn du das respektierst, nur wenn du den anderen so lässt, kannst du ihm auf Augenhöhe begegnen. Nur wenn du das respektierst und den anderen So lässt, wie er ist, so lässt, wie er ist, kannst du ihm auf Augenhöhe begegnen. kannst du ihm auf Augenhöhe begegnen. Jawohl. Kommt es an bei Ihnen? Verstehe ich. Also es ist eine ganz andere Sichtweise. Da gibt es gar keinen Grund, um gekränkt zu sein. Eigentlich ist es ein Kontaktangebot des anderen. Dann möchte ich sagen, Barbara, Mädel, schau noch mal genau hin. Ich bin ein Panther, du musst mich überhaupt nicht retten. Du selber, du siehst doch auch aus wie eine Pantherin. Wir könnten auch gemeinsam auf die Pantherparty gehen. Aber wenn du dich immer wieder aufführst wie eine Krankenschwester, die mich retten muss, dann nehme ich dich nicht mit auf die Pantherparty. Keine Lust, kein Bock. Richtig. Wie kommt es an bei Ihnen? Sehr, sehr, sehr gut. Es kann sein, dass Sie manches Kontaktangebot eines Panthers verpasst haben, weil Sie es einfach missverstanden haben. Ja. Und dann machen wir es gleich nochmal. Also, Sie gehen wieder in bester Absicht in den Raum des anderen. Ihr wahres Selbst stoppt Sie kraftvoll. Hören Sie, was Sie sagt. Stopp! Ich weiß, dass ich dich stoppen kann und dass du es aushältst, weil ich weiß, dass du eine Pantherin bist. Ich weiß, dass ich dich stoppen kann und du kannst es aushalten, weil du Ich bist weiß, eine dass du, Pantherin. ja, aber du selber hast es vielleicht vergessen. Aber du selber hast es vielleicht vergessen. Oder vielleicht wollen sie dich auch umerziehen zu einem Stubenkätzchen. Ja, oder vielleicht wollten sie dich umerziehen zu einem Stubenkätzchen. So Langsam, ähnlich. langsam wird es mal Zeit, dass ich entscheide, es gehört jetzt in die Liga der Stubenkätzchen oder die Liga der Panther. Du gehörst jetzt Du in die musst dich Liga. entscheiden, welche Liga du gehörst. Du gehörst jetzt in die Liga der Panther. Nein, du musst dich entscheiden, in welche Liga du gehörst. Du musst dich entscheiden, in welche Liga du gehörst. Pantherliga oder Kätzchenliga? Panther oder Kätzchenliga? Ich will noch keine Antwort. Panther. Ja, klar. Und das nächste Mal, wenn jemand Sie so krass abgrenzt, müssen Sie gar nicht gekränkt sein. Sie können sich denken: Hurra, endlich ein Panther, endlich bin ich in der richtigen Liga. Ja. Und dann wissen Sie auch, Sie müssen den anderen gar nicht schonen. Im Gegenteil, Sie können ihm Ihre Power zeigen. Und je mehr Sie ihm die Power zeigen, umso mehr freut er sich daran. Dann bekommt er Lust, mit Ihnen auf die Pantherparty zu gehen. Ja. Kommt das an bei Ihnen? Sehr. Also durch dieses Training bekommen Sie sozusagen die Panther-App. Da haben Sie gratis Zugang zur Pantherliga und zur Pantherparty. Bisher hatten Sie offensichtlich mehr die Trauma-App, da hatten Sie auch gratis Zugang, aber mehr zu Menschen, die traumatisiert sind. Panther-Party gab es da nicht, da gab es nur Trauma-Party ohne Ende. Kennen Sie? Ja. Kennen Sie noch das Thema Erschöpfung und Burnout? Ja, ich bin ja krank, dauerkrank geschrieben gerade. Also das hängt mit diesem Selbstwert, fehlende Selbstwertbewusstsein zusammen. Es kann sein, dass Sie dazu tendieren, ohne Auftrag in fremden Räumen sich nützlich zu machen. Dass Sie dazu tendieren, 120% zu liefern, auch wenn nur 100% ausgemacht und bezahlt werden. Der sichere Weg, um ins Defizit zu kommen, energetisch und finanziell. Und nur Sie können daran was ändern, indem Sie lernen, die Grenzen Ihrer Zuständigkeit selber wahrzunehmen und zu respektieren. Richtig, ja. Warum ist es wichtig? Die anderen, die zeigen Ihnen die Grenze nicht. Die einen, die traumatisiert sind, die können es prinzipiell nicht. Die sind bedürftig ohne Boden, wie ein Fass ohne Boden. Kennen Sie? Ja.
Die anderen, die finden es viel besser, wenn sie gratis liefern und am besten sogar 200%. Die Ja. nützen sie tapfer aus. Das kennen sie auch. Ja. Das ist zwar nicht fair, aber es ist ja nicht verboten und irgendwie bieten sie es ja sogar selber Ja, das ist das Fatale. Und jetzt könnt ihr wahres Selbst ihnen diese Grenze zeigen. Sie stürmen nochmal voller Begeisterung in den Raum des anderen, um 120% zu liefern. Und ihr wahres Selbst stoppt sie diesmal ganz sanft und liebevoll. Hören Sie mal, was ich dann dazu sage. Barbara, bist du dir ganz sicher, dass du da drüben 120% liefern musst? Barbara, bist du dir ganz sicher, dass du da drüben 120% liefern musst? Ich will noch keine Antwort. Muss ich nicht. Könnte Ihnen ja sehr viel Energie ersparen, dann können Sie sich bei Ihrem Selbst bedanken. Danke für den Tipp. Danke für den Tipp. Da habe ich mich wohl vertan. Da habe ich mich wohl vertan. Und sicher nicht zum ersten Mal. Und? Sicher nicht zum ersten Mal. Nee. Sicherlich nicht zum ersten Mal. Aber hoffentlich zum letzten Mal. Aber auch nicht zum letzten Mal. Hoffentlich. Und wie fühlt sich das an für Sie? Ja, gut. Also ich habe natürlich viele Situationen vor Augen, ne? Genau. Und jetzt dürfen Sie nochmal die Verbindung spüren mit Ihrem wahren Selbst, mit dieser Barbara, die ihre Würde und ihren Wert in sich selber hat. Schauen Sie, ob Sie es spüren können. Fühlt sich gut an. Und in dieser Verbindung können Sie sich bewusst machen, immer dann, wenn Sie ohne Auftrag in fremde Räume gehen, immer dann, wenn Sie ohne Auftrag 120% liefern wollen, verlieren Sie diese Verbindung mit Ihrem wahren Selbst. Und wenn Sie diese Verbindung erst verloren haben, dann müssen Sie in fremde Räume gehen, um von anderen die Anerkennung zu bekommen, die Sie sich selber gar nicht geben. Aber das macht Sie abhängig. Das macht Sie unfrei. Fühlen sich immer mehr wie eine Sklavin eingespannt für fremde Interessen, das zu einem kargen Lohn oder manchmal sogar gratis. Kennen Sie? Ja, manchmal noch nicht mal ein Danke. Also, ist schon klar. Ne, und natürlich haben auch Sie die Option, frei zu sein. Je mehr Sie verbunden sind mit Ihrem wahren Selbst, umso weniger haben Sie das geringste Interesse daran, ungefragt in fremde Räume zu gehen oder ungefragt 120% zu liefern. Wenn Sie es nachvollziehen. Ja. Nun wird mit Sicherheit noch mal jemand kommen, der möchte gerne von Ihnen 120% gratis und zwar sofort. Kennen Sie das von sich? Ja. Dann fällt es Ihnen nicht so leicht, Nein zu sagen, ohne Schuldgefühl. Richtig. Schlechtes Gewissen, immer. Jetzt verrate ich Ihnen mal, wie Sie ganz entspannt Nein sagen. Sie lehnen sich mal an Ihrem Stuhl zurück. Ja. Und dann verschränken Sie mal die Arme. Dann schauen Sie mal, ob Sie immer so mit Ihrem wahren Selbst sich verbunden spüren. Ja. Und dann hören Sie sich mal selber zu, wie Sie ganz entspannt zu dieser Person sagen: Bei mir geht da gar nichts mehr. Bei mir geht das gar nicht. Bei mir geht da gar nichts mehr. Bei mir geht da gar nichts mehr. Ich kann es mit meiner Selbstachtung nicht mehr vereinbaren, mich ausnützen zu lassen. Ich kann es mit meiner Selbstachtung nicht mehr vereinbaren, mich ausnutzen zu lassen. Da müsstest du dir schon jemanden anderen suchen. Dafür müsstest du dir schon jemand anders suchen. Wie fühlt sich das an für Sie? Sehr souverän und sehr gut. Das ist ein Nein ohne Schuldgefühle, ein Nein mit Selbstachtung. Ja. Das gehört zum neuen Programm. Jetzt blicken Sie mal auf diese kleine, vitale Barbara von damals.
Der hat in dieser Familie ja nicht das Gefühl, dass sie ganz okay ist. Auch da könnte Ja. man symbolisch die Brille dieser Familie ablegen. Dann schauen Sie mal mit Ihren eigenen Augen auf diese kleine Barbara. Gibt es an der etwas auszusetzen? Gibt's gar nichts auszusetzen. Dann können Sie doch sagen, du bist goldrichtig, genau so wie du bist. Du bist goldrichtig, genau so wie du bist. Und schade, dass dir diese verwirrte Familie das nicht vermitteln kann. Schade, dass dir diese verrückte Familie das nicht vermittelt hat. Mit dir hat das gar nichts zu tun. Mit dir hat das gar nichts zu tun. Das hast du nicht verdient. Das hast du auch nicht verdient. Spüren Sie mal nach, wie ist es für die kleine Barbara, wenn sie das heute von Ihnen hören wird. Sie findet das richtig, was sie hört. Und ich könnte mir so gar vorstellen, dass die kleine Barbara heimlich immer wusste, dass sie eigentlich ganz okay ist. Ist die kleine Barbara heimlich? Immer wusste, dass sie eigentlich okay ist. Dass die anderen ein Ja. bisschen, dass die anderen ein bisschen plemplem sind. Ja. Ja? Dann Ah, könnte die ja. kleine Barbara heute zu der großen Barbara sagen: Ich habe das damals schon gewusst, aber du selber hast mir leider nicht geglaubt. Wie kommt es an bei Ihnen? Ja, stimmt auch. Die Kleine könnte weiter sagen, aber schön, dass du es auch endlich merkst. Dann kann ja vielleicht doch noch was aus uns beiden werden. Wie kommt das an bei der Barbara? Ja, kommt gut an. Nun, wie war es denn, wie die kleine Barbara auf die Welt kam? Konnten beide Eltern sie begrüßen ohne Wenn und Aber? Oder gab es da schon Einschränkungen? Ja, mein Vater ist in der Kneipe gewesen und meine Mutter hat quasi mich geboren und meine Schwester hat der Hebamme assistiert. Also Also, ich glaube, die war schon sauer, weil mein Vater. ja, also so eine wahre Begrüßung sieht ein bisschen anders aus. Und wir wissen heute, für ein gesundes Selbstwertgefühl ist so eine Begrüßung ohne Wenn und Aber wichtig. Und wir wissen auch, wenn die Eltern das damals nicht konnten, dann können die das heute für die kleine, tapfere Barbara nachholen. Was halten Sie davon? Sehr viel. Wie schön, dass du da bist. Ja, wie schön, dass du da bist. Und wie schön, dass du genauso bist, wie du bist. Und wie schön, dass du genauso bist, wie du bist. Gleichzeitig so wild und unberechenbar wie ein Panther. Gleichzeitig so wild und unberechenbar wie ein Panther. Und so zart und verschmust wie ein Kätzchen. Und so zart und verschmust wie ein Kätzchen. Und wie schön, dass du ein Mädchen bist. Ja, und wie schön, dass du ein Mädchen bist. Und noch dazu eine ganz besondere. Und nach, ja, und noch dazu eine ganz besondere. Wie kommt das an bei der kleinen Barbara, wenn sie das hört? Ja, die wird gerade ein bisschen stolz. Und dann können Sie auch mal würdigen, dass die Kleine das alles ausgehalten hat. Das war ja auch nicht selbstverständlich. Danke, dass du das alles ausgehalten hast. Danke, dass du das alles ausgehalten hast. Danke, dass du in deinem berechtigten Zorn niemanden umgebracht hast. Danke, dass du durch deinen berechtigten Zorn niemand umgebracht hast. Und danke, dass du in dieser Verwirrung deinen Verstand nicht ganz verloren hast. Und danke, dass du in dieser Verwirrung deinen Verstand nicht ganz verloren hast. Das haben wir doch beide ganz gut hinbekommen. Haben wir beide gut hinbekommen, ja. Wie kommt das an bei der kleinen Barbara? Ja, sie sagt ja. Und sie weiß, also der Erwachsene weiß auch, dass der Zorn so groß ist, dass das durchaus hätte sein können, dass man jemanden umbringt. Dann Ja. können Sie der Kleinen doch noch sagen, trotz allem schmerzlichen, verwirrenden, wie sie nicht in der Klapse gelandet. Trotz allem Schmerzlichen und Verwirrenden sind wir nicht in der Klapse gelandet. Auch nicht im Knast. Nicht im Knast. Auch nicht unter der Brücke. Auch nicht unter der Brücke. Du beide, du und wir beide, wir sind ein starkes Team. Wir beide sind ein starkes Team. Wie kommt es an bei der kleinen Barbara? Ja, die fängt gerade an zu lachen.
Und damals konnte die kleine Barbara nicht schützen, heute ist es ganz anders. Heute lasse ich nicht mehr zu, dass du so verletzt wirst. Heute lasse ich nicht mehr zu, dass du so verletzt wirst, Dass du abgewertet wirst, dass du abgewertet wirst, ausgenutzt wirst. ausgenutzt wirst. Das alles ist vorbei. Das alles ist vorbei. Kommt es an bei der kleinen Barbara, wenn sie das hört? Ja, sie fühlt sich gut damit, sie ist aber noch ein bisschen skeptisch. Naja, das Skeptische kennen Sie vielleicht von sich, oder? Dann können Sie der kleinen Barbara doch sagen, daran erkenne ich, dass du zu mir gehörst. Daran erkenne ich, dass du zu mir gehörst. Das ist typisch für Barbara. Das ist typisch, ja. Bei mir darfst du ruhig skeptisch sein. Bei mir darfst du ruhig skeptisch sein. Da kenne ich mich sehr gut aus. Kenne ich mich gut mit aus. Hast du doch direkt Glück, dass du bei mir gelandet bist. Hast du ja Glück, dass du bei mir gelandet bist. Wie kommt das an bei der kleinen Barbara? Ja, findet so gut. Nun könnte es sein, dass auch heute die bedürftige Seite von Barbara manchmal zu kurz kommt. Ich habe es, weiß nicht, haben Sie einen Partner, haben Sie ein Kind? Ich lebe alleine, ich habe zwei Kinder, die sind toll, Ja. die gehen aber ihren eigenen Weg, die sind ja erwachsen. Ja, es ist doch gut, dass Sie die so erzogen haben, dass Sie jetzt hier einen eigenen Weg gehen. Aber wenn man selber so was Schmerzliches erlebt hat, dann liegt es manchmal nahe, dass man die eigenen Kinder eher ein bisschen verwöhnt. Ja, das habe ich getan, ja. Und dass gleichzeitig die kleine, bedürftige Barbara auf der Kellertreppe sitzt bei Trockenbrot und Wasser. Oft. Ich traumatisiere so ein bisschen, aber Sie verstehen, was ich meine. Ja. Den Kindern tut es nicht wirklich gut und der kleinen Barbara gegenüber ist es auch nicht so fair. Ja. Ist, wenn man, Sie hatten ja Partner und möglicherweise erwarten, haben Sie, kennen Sie es, dass Sie vom Partner erwarten, dass der sich um die bedürftige Seite von Barbara kümmert. Liegt ja auch nahe, ist ja auch nicht so abwegig, aber es geht meistens schief. Dann kann es sein, dass Sie sehr enttäuscht sind vom Partner und ihm sogar Vorwürfe Ja, alles. Und ich bin auch immer in eine Überanpassung. Also wirklich, ich habe mich immer sehr angepasst, um eben diese Liebe zu bekommen. Ja. Aber innerlich haben Sie ihn vielleicht dafür abgelehnt oder abgeurteilt. Und die Frage ist jetzt, ist es denn fair, einen Partner zu benutzen als Babysitter für die bedürftige kleine Barbara? Nee. Der Partner ist ja im besten Fall interessiert an der Erwachsenen, an der Panther Barbara. Für die Kleine ist er schlichtweg nicht zuständig. Ja. Was aber jetzt die kleine Barbara angeht, ist es ja gleich dreifach unfair. Es hatte die erst diese Familie, die sie gar nicht richtig wahrgenommen hat. Sie können sie anscheinend auch nicht immer so richtig wahrnehmen. Und dann überlassen sie noch einen Partner, der möglicherweise selber traumatisiert war und aus dem überhaupt nicht zuständig war. Ja, richtig. Ja, geht's denn überhaupt noch? Was haben Sie da der kleinen Barbara die ganzen Jahrzehnte lang zugemutet? Kein Wunder, wenn die auf den Zahnfleisch geht. Ja. Wen bräuchte die kleine Barbara ganz dringend? Nochmal. Wen bräuchte die kleine Barbara heute ganz dringend? Ja, eigentlich mich selbst als Genau. Also die ba erwachsene Barbara, aber in Verbindung mit dem wahren Selbst. ja. Es geht ja jetzt um diese Selbstfürsorge, ja? Ja. Innere Kind. Und dann können Sie doch mal schauen, jetzt wo Sie mit Ihrem wahren Selbst verbunden sind, können Sie doch zu dieser ganz anders zu der kleinen Barbara sagen, ab heute bin nur noch ich für dich zuständig. Ab heute bin nur noch ich für dich zuständig. Und nur du bist für mich die absolute Nummer eins. Und du bist für mich die absolute Nummer eins. Noch vor meinen Kindern. Noch vor meinen Kindern. Ist das für Sie, wenn Sie das sagen? Vor meinen Kindern, vor meinen Enkelchen. Das fühlt sich gut an. Und ich überlasse dich auch nie wieder einem Herrn an meiner Seite. Und ich überlasse dich auch nie wieder einem Herrn an meiner Seite. Und wie ich die kleine Barbara einschätze, will die unbedingt was anstellen und zwar nicht so knapp. Geht das überhaupt bei Ihnen? Oder geht es bei Ihnen eher so, geht es bei Ihnen eher so leistungsbetont und kontrolliert zu, beziehungsweise jetzt sind Sie jetzt in so einem Erschöpfungszustand? Nee, die kann schon, die kann schon.
Ja, also das ist alles noch ein bisschen zu vage. Zu dem neuen Programm gehört dazu, dass Sie zu der Kleinen sagen, bei mir darfst du heute noch was anstellen. Dass ich heute noch? Bei mir darfst du heute noch was anstellen. Bei mir darfst du heute noch was anstellen. Und natürlich stehe ich persönlich Schmiere für dich. Und ich stehe persönlich schmiere. Ich möchte auch mal wieder Spaß haben mit dir. Ich möchte auch mal wieder Spaß haben. Wie kommst du an bei der kleinen Barbara? Die freut sich. Die freut sich richtig. Und damit sie das glaubt, ist sie aus gutem Grund skeptisch. Nehmen Sie mal die kleine Barbara buchstäblich an ihr Herz. Und spüren Sie mal, wie geht es in der kleinen Barbara, wenn sie endlich ein Zuhause findet, wo sie wahrgenommen wird, wie sie wirklich ist, wo sie geliebt wird, wie sie ist und wo sie sogar ihren Spaß hat. Wie wäre das für die kleine Barbara? Boah, die ist total entspannt. Eben wie ein kleines Kätzchen so. Und wie geht es in der großen Partei, Barbara, wenn es der Kleinen so gut geht bei? Die freut sich, weil die sieht, dass Ja. ja eben kleine Kätzchen auch gerne spielen und klettern und Ja. Blödsinn machen, vom Baum fallen und die freut sich, das zu sehen. Also es zeigt sich immer wieder, dass alle Probleme sich lösen, sobald es der Kleinen, dem inneren Kind, gut geht. Warum? Alle Probleme hängen damit zusammen, dass man die kleine, vitale, inneres, das innere Kind aus den Augen verliert und sich mehr für andere engagiert, wo man gar nicht zuständig ist, wo man dann auch gar nicht so viel Wirkung hat. Man ist erschöpft, frustriert und am Schluss hat man keine Energie mehr für sich. Ja. Und damit ist es einfach Schluss. Nehmen Sie mal Rot und Gelb auch noch an Ihr Herz. Spüren Sie mal nach, wie fühlt sich das an, wenn diese drei Elemente jetzt eins werden, die so viele Jahrzehnte lang getrennt haben. Fühlt sich gut an. In dieser Verfassung werfen Sie mal einen Blick auf Ihren Vater. Wie geht es Ihnen jetzt mit dem Vater? Auf meinen Vater. Ja. Ja. Also es geht mir gut, ihn zu sehen und ich fühle da schon auch Abstand. Ja. Diese gesunde Distanz, die ist so heilsam, dadurch bekommen Sie mehr Achtung für sich, aber auch für den Vater. Ja. Dann kann man den Vater auch loslassen. Wir haben ja gesehen, dass sie unbewusst noch identifiziert waren mit Papa und seinen Problemen. Und in gewisser Weise haben sie ihn dadurch ja noch festgehalten. Und für den Vater ist es aber schon lange vorbei. Und es gibt ja auch diese Vorstellung, dass es für die Verstorbenen einen guten Platz gibt, wo sie ihren Frieden finden, vorausgesetzt, die Angehörigen lassen sie los. Kennen Sie vielleicht. Ja. Wenn Sie jetzt unbewusst den Vater auf diese Art und Weise festgehalten haben, dann konnte er vielleicht seinen Frieden bisher gar nicht finden. Und Sie selber konnten aber gar nicht in Ihr eigenes selbstbestimmtes Leben kommen, weil Sie noch verklebt waren mit Papas Schicksal. Und das könnte jetzt vorbei sein. Das wäre eine Lose-Lose-Situation. Daraus könnten Sie eine Win-Win-Situation machen, indem Sie den Papa loslassen. Was halten Sie davon? Sehr viel. Dann können Sie sagen, Papa, vielleicht habe ich unbewusst durch mein Leiden dich in deinem Leiden festgehalten. Papa, vielleicht habe ich unbewusst durch mein Leiden dein Leiden festgehalten. Dich in deinem Leiden festgehalten. Dich in deinem Leiden festgehalten. Für dich darf es schon vorbei sein. Für dich darf es schon vorbei sein. Du darfst jetzt dahin, wo du endlich deinen Frieden findest. Du darfst jetzt dahin, wo du endlich deinen Frieden hast. Wie fühlt sich das an für Sie, wenn Sie das sagen? Sehr gut, sehr gut. Dann legen Sie mal einen Finger auf das wahre Selbst vom Vater, auf den gesunden Vater. Wie wird es für einen gesunden Vater, wenn er sieht, dass seine Tochter jetzt so bei sich selber angekommen ist? Der findet das gut, also der irgendwie sehe ich so schemenhaft, dass er mir winkt und geht. Und ich könnte mir vorstellen, dass er Ihnen zum Abschied noch seinen Segen mit auf den Weg gibt. Wie wäre das für Sie?
Ja. Der Vater sagen: Barbara, ich gebe dir gerne mein. Lebe Ja. dein eigenes Leben. Barbara. Nein, sie hören einfach nur zu. Der Papa spricht. Lebe Bitte. dein eigenes Leben. Sie hören einfach nur zu. Liebe deine Würde und deine Kraft. Liebe deine Liebe und deine Lebendigkeit. Du bist frei. Und die drei Glöckchen von Barbara, die verneigen sich zum Abschied nochmal vor dem Papa. Drei Atemzüge lang. Und sie lassen es auf sich wirken. Den Segen des Vaters. Und dann drehen sie sich um. Das Schmerzliche und Verwirrende der Vergangenheit bleibt hinter ihnen und sie gehen über eine Grenze ins Hier und Jetzt. Nein, wir brauchen eine Grenze, die Klötzchen. Also ich mal. Die Klötzchen drehen sich um und gehen jetzt über eine Grenze ins Hier und Jetzt, genau. Über die Grenze rüber. Also die gehen über die Grenze. Genau, hier und jetzt. Ups, ins Hier und Jetzt. Dann spüren Sie mal nach, wie fühlt sich das an, wenn Sie so im Hier und Jetzt angekommen sind. Also ich bin gerade ziemlich entspannt. Ja. Denke, so lassen wir das stehen. Also meistens geht es einem nach so einer Aufstellung besser. Das war eine sehr tiefgehende Aufstellung. Bisweilen allerdings gibt es auch diese Erstverschlimmerung, dass die alten Gespenster nochmal auftauchen, der alte Schmerz, die alte Wut. Und die gehen einfach zwei Schritte zurück und lassen es einfach an sich vorbei. Ja. Es darf alles nochmal hochkommen, aber sie müssen es nicht festhalten, sie müssen auch nicht wieder runterdrücken, lassen sie es raus. Dann kann es für immer verschwinden. So beende ich die Aussage.